Buenos dias, meine lieben Freunde von The Forest und herzlich willkommen zu selbigen. Ja, wir sind immer noch in der Höhle hier drinne und ich guck mal, ja, ob wir hier irgendwas finden. Stöcker sind schon mal eine ganz nice Sache, weil damit können wir uns auf jeden Fall gleich mal ein Feuerchen bauen oder sowas in der Art. Und da ist Wasser. Wasser ist toll. Haben wir denn da auch Nee. ein Atemgerät? Ich nicht. Ich habe Sauerstoff. Okay, was ist das jetzt? Ist das die Wand? Ist das eine Spiegelung? Ja, ich glaube, das ist die Spiegelung. Waren wir hier schon mal? Das sieht mir irgendwie so verdächtig bekannt aus mit diesem Schädel, der über dem Wassertrog hier hängt. Ja, da gibt's mehrere. Aber da lag hier dann auch eine Taucherrüstung. Und die hat's hier jetzt halt gerade nicht. Nee. Dafür liegt hier ein Herz. Oder? Nee, das ist einfach eine Macke im Stein. Ja gut, ich hoffe, irgendjemand hat in die Kommentare reingeschrieben, wie wir durch diese Holzwände kommen, weil das scheint ja... Gehst du da rein oder gehe ich? Ja, das ist ein Bug, da geht's nicht runter. Bist du dir sicher? Ja, weil sonst wäre da was, oder? Ja, vielleicht. Ja. Gut, durchs Wasser kommen wir jetzt leider nicht, da müssen wir uns erstmal irgendwie eine Taucherausrüstung besorgen. Ich habe leider keine, ich habe nur einen R-Kanister, das heißt, da müssen wir irgendwie mal gucken. Dass wir irgendwo Ich welche glaube, die finden. Kriegt man jetzt nur in Höhlen, oder? Ja? Weiß ich nicht. Ich glaub's nur. Bin mir unsicher. Hier ist ein. Nee, das war mal ein Lagerfeuer, glaube ich. Ah, die müssen doch hier irgendwo so ein Ding versteckt haben, oder? Oh, was liegt denn da? Eine Leiche? Achso, nackter Mann. Überliegen hier nackte Männer rum. Ich komme mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Blub. Was war das für ein Blub? Okay, hier kommen wir scheinbar nicht weiter. Dann lass uns doch mal irgendwie gucken, ob wir irgendwie da drüben so eine Tür aufkriegen. Ja, wenn es mit Dynamit nicht funktioniert. Ja, vielleicht mit einer Bombe. Aber auch dafür fehlt uns halt der Alkohol, ne? Leider, ja. Fraglich ist halt auch, was mehr Schaden macht, Bombe oder Dynamit. Also der Theorie nach ist beides ja weitestgehend dasselbe. Also da geht's auf jeden Fall, weil ich hack hier einfach noch ein bisschen drauf rum. Es gibt hier auf jeden Fall erfrischend viele Leaves. Was ja also vielleicht auch gar nicht mal so schlecht ist, dann kann man hier mal ein paar Leaves farmen, einfach mal so. Im Verlies ein paar Leaves! Ja, also Spaß macht das auf jeden Fall. 335 Leaves jetzt mittlerweile, also das geht ganz gut. Ich glaube, ich werde nie wieder einen Mangel an Leaves haben. Nee, nicht wirklich. Tut sich was? Oh, ich bin jetzt mittlerweile bei 640. Ach, Mist, jetzt hat's abgebrochen. Mein Inventar sagt mir, ich habe 1548. Okay, das geht vielleicht bis 9900. Bist du schon abgehauen? Das ist ja nett von dir. Ja. Warum? Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Vielleicht wäre es mal ganz geil gewesen, wenn du mir vorher Bescheid gesagt hättest, dass du weitergehst. Ja, du warst gerade so konzentriert. Ja, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo nochmal so eine Ausrüstung finden. Also am Strand liegt die nicht mehr, oder was? Glaub nicht. Also die, was im Dorf war, ist auch weg. Dafür ist ja da jetzt wieder die Modern Eggs. Ja. Und pass bloß auf, nicht, dass die Fettsäcke jetzt wieder da sind, ne? Was ist das hinten da? Diese blöden Stalagmiten hier, ne? Die dann immer so von oben so aussehen wie die Köpfe. Ah, jo, hier ist ein Boot angelehnt, ne? Ja. Aber geben tut's hier nix irgendwie. Außer die Wampenmänner. Was für Männer? Die Wampenmänner. Achso, El Fetzo und seine Freunde. Oh. Jo. Ich krabbel jetzt mal einfach hinterher, ne? Machen Sie das.
Ah, das Plätschern kommt näher, das ist natürlich schön. Da freut sich auch der Fridolin drüber. Ah, jetzt brauchen wir aber, jetzt würde ich mal sagen, jetzt brauchen Alles wir senkrecht, langsam. Kumpel? Was? Nee, der ist ziemlich waagerecht. Ich glaube, jetzt brauchen wir aber langsam wirklich mal wieder, also nach dem Update brauchen wir dann jetzt wirklich mal wieder ein paar Baufolgen. Ja, also das war jetzt für mein schwaches Herz, war das jetzt genügend Aufregung. Also für dich. Ist nett, dass du wieder Licht anmachst hier. Hey, guck mal, das ist doch Sonnenlicht, oder? Ich Oder würde sagen, Tageslicht. ja, das ist wahrscheinlich das Licht, was tatsächlich durch den ganz schmalen Spalt hier durchgeht. Nee, hier geht's ja schon rauf wieder. Ich hier vielleicht noch irgendwo eine Taucherausrüstung. Ich meine, hier würde sie ja tatsächlich auch noch Sinn machen. Aber leider nein. Und unter Wasser sieht man immer noch genauso unglaublich wenig, ne? Gut, dann kamen wir mal nach oben. Ich hoffe, es ist tatsächlich Tageslicht, gerade Tag draußen. Aber Aber das ich werden glaube, wir. wenn mit die Tauchausrüstung ist. Wenn wir die Ausrüstung holen, müssen wir, glaube ich, in die Höhle, wo die Tür ist. Ganz unten dann. Ja gut, können wir ja machen. War das die Höhle, die wir als erstes markiert hatten? Nee, das war, glaube ich, eine andere. Aber ich bin mir nicht sicher. Na gut, müssen wir dann halt nochmal gucken. Auf jeden Fall müssen wir auch nochmal gleich ganz. Vielleicht kriegen wir das noch in der Folge hin, dass wir ganz kurz eben den Roboter, das Roboterteil einsammeln gehen. Damit das Ja, auch das kann man gespeichert noch machen. wird. So, jetzt bin ich gleich oben. Das erste Mal. Ne, das war doch, glaube ich, Ist hier den eigentlich. Ausgang? Ach ja. Ja, ich bin auch da. Bin ja kurz hinter dir. Oh, schön. Und es ist Tag. Oh, so wie es aussieht, ja. Also weißt du eigentlich, was der für eine Kraft in den Armen mittlerweile haben muss? Wenn er sich hier mit einer Hand Oh, wie das Seil schön. hochzieht. Oh, das wird's gleich richtig wehtun in den Augen. Sonnenlicht! Der Ausblick ist toll. Vor allem, wenn du jetzt so raufschaust zum Berg. Ja, hat Steck was. fest. Das ist auf jeden Fall super. Also, wer auch immer sein Zelt so aufgebaut hat, der ist ein Künstler. Na So, ich geh gut. mal speichern. Ach ja, genau, wir haben ja so eine Speicherhütte hingesetzt. Das ist genau. Das ist eine gute Idee. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach Hause. Und weit, weit weg vom Muschiklause. Wieso nach Hause? Ich dachte in die andere Höhle noch. Ja, das liegt ja auf dem Weg. Da kommen wir im Prinzip dran vorbei. Also merken, das Ding ist. Ja, wir sind letztes Mal direkt lang gelaufen, ne? Da sind wir halt genau dran vorbei, weil wir hier so nah am Loch waren. Der Wasserfall. Ja, einer von den beiden, ne? Nicht der ganz steile. Also wir müssen das nächste Mal, wenn wir da ankommen, genau auf die andere Seite vom Loch. Und dann wird alles gut. Ich kann das Feuerzeug nicht mal ausmachen hier, ne? Würde gehen, ja. Ah, wo kommst du denn her? Wer? Ja, hier ist ein Typ bei mir. Es ist schön, dass du einfach so dran vorbeirennst. Ja, er war nicht in meinem peripheren Blickfeld. Ja, ich glaube, der ist hinter dir gespawnt, irgendwie sowas. Das juckt dich aber auch nicht, ne? Du läufst einfach weiter. Nö. Ja, warum soll es mich jucken? So, Muss ihn keine ja nicht Ahnung. töten, oder? Ja, doch. Vielleicht wird es ja mal irgendwann weniger. Ich Vielleicht. glaub's aber auch nur du, oder? Ich glaube das ja nicht. Ich hoffe das. So, jetzt müssen wir doch eigentlich direkt in einem Dorf rauskommen, ne? Oder am Dorf, ja. Am Dorf, beim Dorf, beim Zuhause, Blaubeeren.
Hallo, Chicory. So, wo war jetzt das Loch? Ich glaube hier, oder? Irgendwo. Ja, vielleicht. Dort bin ich schon vorbeigelaufen. Oh, Blaubeeren. Habe ich doch gesagt, oder? Ja, die sollte ich jetzt Oder gleich war mal. das weiter unten? Das weiß ich gerade nicht. Ich gehe gerade mal kurz nach Hause. Ich habe nämlich gerade mal ein bisschen Holz mitgenommen. Eben Geister. Ich gehe mal ganz kurz eben mit meinem Sack hier und mache mal eine Runde. Mit meinem kleinen haarigen Sack. Das habe ich schon hinter mir. Wo waren jetzt das? Wo waren jetzt die Blaubärchen? Ich hoffe, die Eingeborenen haben nichts dagegen, dass ich deren Bärensträucher leer fress. Aber ich glaube, die sehen so aus, als ob die sowieso nie an Beeren dran gehen würden. Ah, hier, okay. Wenn die Beeren essen, dann nur die auf vier Beinen. Und auch nur am Stück. Und roh. Guten Rohbärlinge. So. Dann nehme ich die anderen beiden Stöcke hier auch nochmal mit. Er sagte Stöcke und meinte tatsächlich. Aber irgendwie erinnere mich diesen Typen an Sumo-Ringen der T-Rex, ja, oder? Du So wie die bist laufen? ein sehr merkwürdiger Mensch. Warum? Ja, hast du sie laufen gesehen? Du meinst dieses Rumschwabbeln? Ah, das stimmt schon Die können irgendwo. noch laufen, ja. Ja, das habe ich wohl registriert. Ich fand es mehr oder weniger erotisch. Okay. Eher weniger. Sicher. Nein. Dachte ich mir schon. Ach ja, so, erstmal nochmal ganz kurz hier ein paar Lizzies aufhängen. Wo kann ich die denn jetzt dranhängen? Wo ist denn genau der Knopf, wo man die dranhängen kann? Das ist total unübersichtlich. Und hoffen, dass das dann irgendwann auch mal genug Fleisch ist. Das ist nie genug Fleisch. Na gut, stimmt irgendwo. So, holst du das Teil jetzt auch oder nicht? Bist du in der Höhle? Ich bin schon wieder draußen. Ja, dann bleib mal kurz da stehen. Ich weiß nicht genau, wo das Ding war. Oh, ruck. So weit unten war das Teil? Ja. Okay, das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht im Kopf, dass es so weit war. Also hier. Und flop. Danke, dass du mich alleine gehen lässt. Ich war auch hier unten. Aber Ich bin nämlich vor einem tot. Zoom in Nacht. Komm runter, bitte. Ist klar. Ja. Ich sagte doch noch sowas wie von wegen. Ist nett, dass du mich alleine runtergehen lässt und schon fiel ich. Du bist wirklich tot. Ja, ach, nee. Nee, Boah. ich habe das Symbol nicht gesehen, deswegen. Und jetzt falle ich auch noch runter, das wär's. Bist du schon am Seil? Nee. Jetzt. So richtig tief war das Loch ja nicht, oder? Schon relativ. Aber ich sag mal, ein Drittel habe ich jetzt. Hast du dich nicht festgehalten, oder wie? Doch. Aber. Scheinbar nicht ausreichend. So, Hälfte habe ich jetzt voll. Wo liegst du? Genau, unterhalb oder was? Wahrscheinlich. Hast du kein Licht? Ich sehe nichts. Ja, danke schön. Ja, es ist noch Zeit. Jetzt ist er gerade eben bei den Augen angekommen. Come on. Jetzt sind die Augen abgeschlossen. Mist, ich sehe dich nicht mehr. Ich sehe irgendwas Helles. Irgendwas Mann, Leuchtendes. Mann, Ja, da Mann. ist irgendwas bei mir. Du bist bei mir. Glaube ich. Ja. Schwein gehabt, danke dir.
Und irgendwie laufe ich gerade sehr Ja, das war merkwürdig. wirklich Glück. Ich war nämlich schon beim Haus oben. So, wo lag denn das Teil jetzt hier? Irgendwo oben auf der rechten Seite. So weit darauf ein bisschen. Ja. Ein paar Zentimeter. So, dann krabbe ich mal ganz schnell wieder nach oben hier. Und dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann wird mal wieder ein bisschen gebaut. Und ich bin gespannt aufs Update, was ja mittlerweile schon gekommen sein dürfte. Und ja, mal gucken, was Neues dazukommt. Also, bis dann. Ciao.